Freitag haben patriotische Jugendliche vor dem Brandenburger Tor gegen Waffenlieferungen in die Ukraine demonstriert. Veranstaltet wurde die Kundgebung von der Jungen Alternative, der AfD-Jugendorganisation. Waffen haben noch nie einen Krieg beendet. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Darüber hätten nicht 736 Abgeordnete im Deutschen Bundestag abstimmen müssen. Darüber hätte das deutsche Volk entscheiden müssen, liebe Freunde. Machen wir Schluss mit der Kriegstreiberei. Machen wir Schluss mit dem Werteimperialismus der Vereinigten Staaten. Und deswegen sagen wir, Army, go home! Diese Woche beginnt die Bundeswehr mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard 2 Panzer. Erste Kampfgruppen wurden mit Militärmaschinen von Polen aus nach Deutschland gebracht. Das Training startet Mitte der Woche auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen. Es ist Teil der aktuellen NATO-Offensive gegen Russland. Zum Jahrestag der Bombardierung Dresdens durch Briten und Amerikaner 1945 fanden in der sächsischen Hauptstadt mehrere Friedenskundgebungen statt. Eine davon mit dem bekannten Kabarettisten Uwe Steimlem. Im Kompaktinterview kritisiert er den NATO-Kriegskurs scharf. Was müsste geschehen? Sofort Verhandlungen offen. Den gordischen Knoten können nur die Vereinigten Staaten und Russland gemeinsam zerschlagen. Und ich glaube und hoffe, dass die Falken in den Vereinigten Staaten ist, wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch in Amerika sind viele friedliebende Menschen. Aber der militärisch-industrielle Komplex hat natürlich ein Rieseninteresse daran, das so lange fortzutreiben, bis noch mehr Menschen getötet sind. Und wir müssen als Deutsche, gerade weil wir erlebt haben, wohin Krieg führen kann, alles unternehmen zu sagen, deeskalieren. Reden und Diplomaten statt Granaten. Russland hat offenbar eine neue Großoffensive begonnen. Vor allem aus den Vororten von Bachmut wird heftiger Artilleriebeschuss gemeldet. Die Eroberung der Stadt im Osten hätte eine große strategische Bedeutung. Damit wären die ukrainischen Versorgungslinien in der Region unterbrochen und der Weg nach Kramatorsk und Sloviansk frei. Nord Stream-Anschläge, was weiß Scholz? Seit der Veröffentlichung des US-Star-Journalisten Seymour Hersh über den genauen Ablauf des Terrorakts gegen unsere Pipelines ist Bewegung in die Debatte gekommen. Wer hat den Anschlag auf die Gasleitungen in der Ostsee durchgeführt? Es handelt sich hier um die schwerste terroristische Aktion auf kritische Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch als Mitglied des Deutschen Bundestages fordere ich die Bundesregierung nachdrücklich auf, endlich Rede und Antwort zu stehen. Wer sich an seinen Amtseid erinnert, muss diese Sache jetzt mit Nachdruck verfolgen, ohne Ansehen, dass die Enthüllungen bisher darauf hinweisen, dass der eigene Verbündete, die USA, diesen Terrorangriff auf unser Land zu verantworten haben. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wachsen und mit ihnen die Ängste in der Bevölkerung. Wie groß ist die Gefahr einer nuklearen Apokalypse? Chefredakteur Jürgen Elsässer hat darüber mit dem Außenpolitiker und AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bistrom gesprochen. Kann es sein, dass heute diese Phase der Spannung, wo sich die Eskalationsspirale dank der NATO immer höher dreht, dass diese Phase auch vorübergeht, ohne dass es zum ganz großen Knall kommt? Ja, das sehe ich genauso. Also ich weiß, dass viele Menschen sich Angst machen, dass viele Menschen Angst haben vor einem Krieg. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zu dieser atomaren Option nicht kommen wird. Aus zwei Gründen. Weil weder die Russen noch die Amerikaner diese Karte spielen wollen. Man sieht das ganz deutlich, dass die Amerikaner sich da sehr konsequent aus diesem Konflikt raushalten. Die haben schon eigentlich erreicht, vieles von dem, was sie wollten, haben sie schon erreicht. Ja? Die rote Linie ist schon gezogen. Sie haben ihren geopolitischen Einfluss, diese Einflusszone haben sie schon erweitert. Und jetzt brauchen sie noch ein zweites Ziel, möglichst viele Waffen verkaufen, die in diesem Konflikt vernichtet werden. Da sind sie jetzt schon sehr gut dabei. Und das dritte Ziel, da sind sie jetzt auch sehr intensiv dabei, und das ist, Russland aus der politischen Gemeinschaft quasi auszugrenzen, dieses Narrativ in die Welt zu setzen, Putin wäre ein Diktator, man müsste ihn vor ein Sondertribunal stellen, verurteilen sogar wegen
nicht nur wegen Kriegsverbrechen, sondern auch wegen Völkermordes, was völlig absurd ist. Also das entspricht überhaupt nicht der Definition eines Völkermordes, aber man sieht, dass sie schon diese Strategie fahren. Ausgerechnet Jürgen Habermas, ein Philosoph der umstrittenen linksradikalen Frankfurter Schule, hat sich jetzt für Verhandlungen mit Putin ausgesprochen. In der Süddeutschen Zeitung warnte er vor einem Dritten Weltkrieg und stellte sich hinter die Hälfte der Bevölkerung, die die Waffenlieferung skeptisch sieht. Man habe es heute schwer, sich gegen den bellizistischen Tenor einer geballten veröffentlichten Meinung Gehör zu verschaffen. Es geht jetzt darum, einheitlich zu liefern. Der F-16, der amerikanische F-16, ist in erster Linie gefragt. Ja, heute ging es los in München und etwas Gutes ist leider nicht zu erwarten. Der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat ja schon im Vorhinein Kampfflugzeuge für die Ukraine gefordert. Zum Beispiel Bomber aus alten DDR-Beständen. Also völlig irrsinnig. Und muss man sich mal vorstellen, das ist der Vorsitzende einer Sicherheitskonferenz. Das ist richtig Orwellsche Züge trägt das. Also nennt sich Sicherheitskonferenz, ist in Wahrheit eine Kriegskonferenz. Man hat so das Gefühl im Moment, als ob es ein Wettrennen gibt. Wer ist der größte Kriegstreiber in Europa? Stechen sich ja alle gegenseitig aus. Mittlerweile, also im Moment könnte man sagen, Herr Heusgen liegt da ganz vorn. Und erschreckend, fantastisch und erschreckend finde ich Folgendes, dass diese Kriegstreiber, ein Heusgen, eine Strack-Zimmermann, ganz natürlich nicht zu erwähnen, eine Außenministerin Baerbock, dass die Unterstützung erhalten aus unserer Gesellschaft, genau von den Menschen, die meinen, wir stecken in einer riesen Klimakatastrophe, die Menschheit muss gerettet werden mit allen Mitteln, aber auf der anderen Seite mitmachen, wenn es darum geht, Kriegstreiberei bis vielleicht zu einem nuklearen Inferno. Die Gefahr wird ja täglich angeheizt und da ist dann nichts mehr mit Menschenrettung. Jens Stoltenberg hat einen langwierigen Krieg gegen Russland prophezeit. Der Konflikt könne noch viele, 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 viele Jahre dauern, so der NATO-Generalsekretär kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Im selben Atemzug forderte er von den Europäern mehr Waffen und Munition für Kiew.